Ja, Coach, wir sehen uns dem Wochenende entgegen. Absolutes Spitzenspiel gegen Allendorf. Auf was müssen wir uns einstellen? Ja, ich denke auf ein super spannendes Spitzenspiel. Die beiden Mannschaften, die beide noch ungeschlagen bisher in der Liga sind, das verspricht dann schon ein ganz tolles Spiel zu werden. Und ich denke, oder wir werden auf jeden Fall versuchen, da unseren Teil zu beizutragen. Wir haben jetzt aktuell 5 Punkte Rückstand, klar auch ein Spiel weniger. Gehen wir da irgendwie mit einem erhöhten Druck da in das Spiel hinein, weil es halt eben schon die 5 Punkte sind? Im Endeffekt hat sich die Situation für uns ja nicht verändert. Wir sind im Prinzip seit Anfang der Saison der Jäger und versuchen an den Allendorfern und Hahnstädter dran zu bleiben. Und an der Situation hat sich nichts geändert. Natürlich wäre es wichtig für uns, dass wir da den Abstand durch den Sieg deutlich verkürzen. Aber es ist halt nochmal ein absolutes Spitzenspiel. Und die Jungs, ich habe es ja schon ein paar Mal gesehen, die sind absolut auf einem Niveau mit uns. Und von daher wird das so ein Spiel sein, was irgendwelche Kleinigkeiten entscheiden werden. Und dann ist die Frage, in welche Seite das kippt. Und wenn wir das Spiel verlieren sollten, dann ist die Saison noch nicht vorbei. Aber logischerweise, wenn wir da den Abstand verkürzen könnten, wäre für uns natürlich ein Riesenschritt. Spielen jetzt auch auf dem Hartplatz da, sicher unter anderen Bedingungen als das, was wir sonst kennen. Ja. Worauf wird es insbesondere ankommen in dem Spiel? Wir haben es im letzten Jahr gezeigt, worauf es in so einem Spiel ankommt. Nämlich, dass wir kompakt arbeiten, dass wir gut in die Zweikämpfe reinkommen. Und im Endeffekt von der kämpferischen Seite her, da müssen wir überzeugen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch in Allendorf eine Chance haben. Und ansonsten, wenn wir zu sehr versuchen werden, das spielerisch zu lösen, dann wird das, glaube ich, nicht zum Erfolg führen. Alles klar, wir drücken die Daumen. Viel Erfolg für Sonntag. Danke. Ja, Schippi, spielen am Wochenende das absolute Topspiel gegen Allendorf. Was erwartest du für ein Spiel? Also das wird darauf wartet die ganze Liga, also mit Allendorf. Das hat ja auch letzte Saison Spaß gemacht, war immer eine heiße Partie, heiße, gute und vor allem eine faire Partie. Also können sich alle darauf freuen, wir freuen uns und die Allendörfer bestimmt dann auch. Ist für uns vielleicht etwas ungewohnt, haben jetzt aktuell 5 Punkte Rückstand, das war auch ein Spiel weniger. Mhm. Gehen wir da irgendwie anders in das Spiel rein, spüren wir den Druck oder ist das so wie jedes andere Spiel auch? Ja, dieses gewisse Etwas ist da schon, ne? Also das ist, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht so, wenn du mit jemandem im Mittelfeld der Tabelle spielst. Also wie gesagt, mit den Allendörfern ist das schon seit letztes Jahr so. Da ist schon ein gewisser Druck da, man will das Spiel unbedingt gewinnen, aber wie gesagt, normalerweise, wie ich das von den Jungs so kenne, werden wir da ganz normal auch in das Spiel gehen. Wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen, die 3 Punkte mit nach Ems zu holen. Und ja, wir werden auf jeden Fall den Allendörfern einen heißen Tanz anbieten. Abschließende Frage, wie heiß bist du auf das Spiel? Sehr heiß, sehr heiß. Also da können die Temperaturen nichts machen, also sehr heiß. Alles klar, danke dir. Danke, ciao, ciao.